Carlo von Tiedemann. Meine ersten 75 Jahre erzählt von mir selbst. Radiohaus NDR 90,3 am Hamburger Roten Baum. Hier arbeitet Carlo von Tiedemann. Der Mann wird 75, muss immer noch arbeiten. Ich darf ihn interviewen mit gemischten Gefühlen, weil er gilt als nicht ganz einfach. So ein Grenzfall. NDR 90,3. Ein schöner Nachmittag bis hierhin. Und jetzt sehe ich gerade, jetzt bekomme ich Besuch. Alter, komm rein, mein Junge. Alter, du bist 75 und arbeitest seit fast 50 Jahren hier, du armes Schwein. Wie geht das denn? Also ich muss ehrlich sagen, 75 Jahre hin, 75 Jahre her, 3 × 25 hört sich besser an. Finde ich zum Beispiel, also ich finde das toll. Wenn ich es einmal im Leben richtig rechne, dann bist du mit fast 50 Jahren NDR eigentlich die erfolgreichste Migrationsgeschichte im NDR. Gerne wieder, ne? Aber irgendwas ist dran, weil ich bin ja gebürtige Pomeranze, kam mit Eltern aus Pommern hierher, geflohen und dann nach Schleswig-Holstein und dann nach Hamburg gekommen. Ich kürze jetzt mal ab. Und dann irgendwann hatte ich schon als Kind das Gefühl, dass der NDR ruft. Hallo. Und dann habe ich vor 47 Jahren beim NDR angeklopft und der hat den Fehler gemacht, mich reinzulassen. Also das ist die Kurzform. Ist unfassbar. Nebenan ist das Café Funkeck und da könnten wir beide dann schön in Ruhe und Frieden mit Kaffee und Kuchen vielleicht ein bisschen weiterreden. Ich hätte Lust. Kannst du dich noch erinnern, ist in deinem Alter nicht so ganz einfach, wie fing es denn eigentlich an mit der Show, wo du das ja unfassbar viele Menschen, also nicht verheizt, will ich nicht sagen, aber du hast sie als Gäste gehabt. Ja, das fing Anfang der 70er Jahre an und gleich von der ersten Sendung an habe ich gemerkt, könnte eigentlich mein Traumberuf werden vor der Kamera. Und nun war die Schaubude natürlich ein Familienunternehmen und mit Riesenkollegen. Es war also wunderschönes Arbeiten da. Immer wieder, immer wieder. Also ich möchte keine Minute Schaubude missen, weil es war das verrückteste Fernsehkapitel, das man sich vorstellen kann. Du hast wahnsinnig viele prominente Menschen vor die Kamera geschnackt. Wir hatten im Prinzip als Gäste, wenn du mich so fragst, hatten wir alle. Von Neil Diamond über Mick Jagger und alle Ministerpräsidenten und alle großen Schauspieler. Ich liebe Moderatoren. Otto Waalkes. Don Wasser. Meine Damen und Herren, Katharina Valente. Ich erinnere mich ja natürlich unter anderem der berühmte Nasenkuss mit dem Mr. Zinken himself, mit Mike Krüger. Du, ich fühle mich sehr gut. Danke, Carlo. Schau mir in die Augen, Kleines. Wir hatten alle, alles, was weg musste, war in der Schaubude. Ich überlege jetzt gerade, im Fernsehen habe ich eine ganze Menge machen dürfen. Schaubude, dann beim ZDF die Show und Come Carlo. Dann natürlich für den NDR viele verschiedene Fernsehformate. Du, in 3 Stunden nehmen wir raus aus diesem Puff hier. Reiß dich doch mal am Riemen, ja, komm mal. Der Sonntagabend, wir gehören zusammen, Sie da. Ich war überall und nirgends. Die Frage, die alte Reporterfrage, würdest du in deinem Leben wirklich alles normal zu machen oder hast du für dich selbst beschlossen, einige Sachen nicht mehr zu wiederholen? Wenn ich meinen 100. feier, möchte ich auch hier sitzen im Funkeck, bevor ich dann auf den 105. losgehe, aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Alter, mit mir musst du rechnen, das ist furchtbar. Es geht ja weiter. Immer weiter. Ist das ein geiles Leben? Ich habe eine schöne Überraschung für dich. Oh. Ja. Sensationell. Sensationell.